Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in The Joe's Redstone Bunker. Warte mal, wo ist er überhaupt? Ja, er ist auf dem Weg. Der kommt da. Der ist hier mit der Bahn gefahren, das ist geil. Und ich würde sagen, das darfst du jetzt auch machen, jo. Um eine Station. Ja, sobald der hier, ne, so nach vorne kommt, das nächste, ne? Da kommt das nächste, das ist schön getaktet. Ja, das ist, setzen wir uns da mal rein und dann warten wir ab. Sind auch alle pünktlich, das ist eine pünktliche Straßenbahn, sowas gibt es auch nur in Minecraft, ne? Aber ja, gibt es nicht bei der Deutschen Bahn, ne? Oh. So, ja, willkommen im Herzen des Bunkers, du bist jetzt so okay. Richtig tief drin, aber noch nicht so ganz, aussteigen. Jo. Ich würde sagen, wir fangen heute an mit dem Konzertsaal. Das ist so eine Art Veranstaltungsraum. Ja. Da können Veranstaltungen gemacht werden. Und ich habe mir die Freiheit genommen, hier Technik zu bauen. Und zwar eine riesen, noch nicht einen Schalter umlegen, okay? Okay. Eine Orgel. Das ist eine riesengroße Maschine, die generiert Musik durch Zufall. Die generiert Musik. Und die Musik, die du daraus hörst, ist immer ein anderes Lied. Das ist nämlich durch Zufall, was für ein Lied die Orgel macht. Also sie spielt kein festes Lied ab, sondern überlegt sich selber ein Lied. Und wenn du möchtest, kannst du die aktivieren. Die braucht 30 Sekunden, bis sie dann richtig läuft. Okay. Hört man was bei dir? Ja, ja, ja. Gut, dann hör ein bisschen zu und jetzt gleich musst du die Orgel beginnen. Ich mach mal gerade bisschen lauter. So. Hey, schreib nicht dazwischen. Du bringst mich voll aus dem Takt hier. Ich wollte nicht herstellen. Ich bin doch voll am Tanzen hier so. Ja, bei mir kann man die jetzt nicht hören. Bei mir ist es gerade so still. Ach so. Ich höre das. Ich höre das voll. Also, finde ich gut. Wenn ich das jetzt ausmache und dauert dann es, bis sie ausgeht. Die läuft noch so ein bisschen hinterher. Ja, ja, ich höre es. So, wenn ich es dann wieder anmache, kommt das nächste oder was? Dann würde ich einfach das so fortsetzen, wie du es gerade gehört hast. Ach so, danach macht sie dann erst ein neues. Nein, die macht die ganze Zeit Neues. Das, was du die ganze Zeit da hörst, ist durch Zufall überlegt. Also, du hörst ja schon, der Beat ist ungefähr immer gleich in dem Lied, ne? Aha. Aber die Melodie, das, was da die Pfeifen singen, ne? Die Pfeifen in Minecraft, in Anführungszeichen, ne? Das ist immer Zufall. Und die wird einfach das fortsetzen quasi. Das kannst du unendlich lange laufen lassen. Ach, ist ja geil. Ja. Finde ich geil. Technik, wie gesagt, alles Technik und so gucken wir uns später an. Aber das ist auch, hier kannst du dann zum Beispiel, jetzt kannst du zum Beispiel hier stehen und mal eine Ankündigung machen. So, ich gucke hier von unten zu aus dem Publikum. So, hier. Hier, so Ankündigung. Mach mal Kabarettismus auf der Bühne. Was, Kabarettismus auf der Bühne? Ach so. Ja, Komiker. Ich dachte, da muss Komiker. Jetzt macht er aus mir einen Komiker. Herzlichen Glückwunsch, Metos. Hallo, meine Damen und Herren. Nur einer? Man muss meine Show schlecht sein. Nur einer. Super. Ja, schmeiß mal rüber. Blümchen, ich wollte schon immer Blümchen. Ja, ich werde hier voll gefeiert. Ja. Ich habe zwar noch gar nichts gebracht, aber hey, Blümchen. Ja, okay. Na, komm, lass weitergehen. Hey, warte mal, da fehlen noch Blümchen. Der Blümchen. Ja, das ist auch wieder Konzertsaal mit Sternenhimmel und so, aber da passiert mehr ist auch nicht. Also die Orgel ist die große Technik. Aber kannst ja dann auch so eine Theateraufführung machen, ne? Ja. Es grünt zu grün, wenn Deutschlands Ampeln glühen. Sowas in der Art. Ne? Das ist hier Reimen mit Methos, ne? Ja. Weißt du, ich kann nur einen reimen. Pisten oder nicht pisten? Das ist die Frage. Jetzt kommt mein Reim. Rosen sind rot und Veilchen sind blau. Ich kann nicht reimen. Spülmaschine. Ja, aber finde ich gut. So. Dieser Moment, wenn du dich vor deinem eigenen Witz beömmeln musst. Ja, jetzt fahren wir weiter oder gehen wir rüber? Nee, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Du kannst die Bahnübergänge auch immer benutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Okay. Das Schöne bei dem System ist, mit den Minecarts, ne, dass die Boote schweben, ist, du kannst die Boote nicht aufhalten. Das heißt, wenn du dich hier hinstellst, wird das Boot einfach durch dich durchfahren. Ach so. Das ist der Vorteil dabei, ne? Es gibt keine Kollision. Ja, gut, ich gehe schon. Eine gewisse Kollision ist schon, wenn ich drüber steige über die Pass auf, hierzu muss ich was erklären. Hier ist dunkel. Später wird hier drin ein großer Garten entstehen, ja? Ja. Und der Garten hat Gezeiten, dass tagsüber hier es sehr hell ist und nachts dunkel ist, ja? Aha.
Aber nachts passiert noch etwas, und zwar sollen nachts hier Sterne leuchten. Und ja. Noch nicht den Schalter umlegen, aber wenn du gleich den Schalter umlegst, guck mal nach oben an die Decke. Da müsstest du an der Decke Sterne sehen. Ja, ich sehe jetzt schon so ein bisschen was. Die sollte man eigentlich nicht, du hast deine Brightness wahrscheinlich auf ganz hoch gestellt. Ja, ne? ja. Aber ich mach das jetzt einfach mal an. Gut, also die siehst du normalerweise nicht, wenn die Brightness normal ist. Und erst, wenn du den Schalter umlegst, gehen die Sterne an. Aber wie geil. Manche blinken noch. Ey, das ist geil. Das gefällt mir. Das sind einfach Redstone-Lampen da oben, die sich an- und ausschalten und da oben einen weißen Block beleuchten. Ja, machst du das dann hinterher mit so einem Tageslichtsensor? Ja, den haben wir schon. Erinnerst du dich an eine Lobby? Da haben wir ja die Sonne, die dann, ne? Also ist es ja schon Tagessensor, ja, habe ich ja schon. Ja. Also im ganzen Bunker passiert immer nachts und tagsüber etwas. Nachts geht's, dann wird's ein bisschen dunkler. Es gibt ja eine Nachtruhe und so, ne? Ja. Weil du bist ja unterirdisch, da gibt's ja nichts zu sehen. Ja. Okay. Also jetzt bin ich bin ja auch schon jetzt schon ein bisschen beeindruckt, ne? Das muss ich schon sagen. Wir nehmen die Bahn hier auf der Seite. Also irgendwann müssen wir echt mal so ein Pistenhaus komplett zusammenbauen, aber in Creative. Aber dann Creative, ne? Ja. Okay, ey, gut. Dann genau, wir bauen das Command-Block doch Haus doch zusammen, ne? Jetzt hast du es gespoilert. Nö, das wissen meine Zuschauer eh schon, aber sie wissen nicht, was genau das Modell ist und was genau da passiert, ne? Wo bleiben die Züge? Hast du kaputt gemacht? Ja, habe ich kaputt gemacht. Okay, tatsächlich. Ja, okay. Irgendwie, manchmal hängt sich das System auf. Hier, ich habe einen Zug falsche, gefunden. Falsche Richtung. Ja, macht ja nichts. Ich fahre jetzt einmal rum. Okay, pass auf. Du musst jetzt eine recht lange Strecke fahren. Während du die Strecke fährst, erzähle ich dir ein bisschen was. Und ich laufe nebenbei her, okay? Okay. Gut. Also, diese Bahn führt dich jetzt ganz tief ins Herz des Bunkers. So. Und im Herzen des Bunkers ist quasi der Wohnbereich, ne? So, und hier wird noch eine ganze Menge geplant. Lediglich diese beiden Räume sind schon fertig, die anderen Räume sind noch nicht fertig. Und ich kann mal kurz sagen, was ich machen möchte. Ich möchte links hier noch ein Casino bauen. Hier rechts soll so ein Erholungsbereich entstehen. Ach, hier ist noch nichts. Pool. Brauche genau, ich nicht hier aussteigen. Nee, also rechts sollte ein Pool entstehen, links ein Casino. Und dann gibt es auch nochmal hier zwei Möglichkeiten, wo was entstehen kann. Aber auf der rechten Seite und auf der linken Seite noch nicht erschlossen, ja? Da soll auch noch ein bisschen was entstehen. Ja, und jetzt geht's quasi ins Herzen des Bunkers. Also jetzt bist du ganz, ganz tief im Bunker drin. Und zwar ist das hier der Hoteltrakt. Kannst du dann aussteigen. Okay, wenn ich will. So, auch hier die Decke zum Beispiel ist die gleiche Decke wie aus der Eingangshalle. Ich mach's nochmal Tag, ja, dann siehst du. Also auch nochmal das gleiche System dann. Ja, nur ein bisschen schneller. Von der Animation her. Ach so, jo. Das finde ich irgendwie auch besser. Ja, das ist morgen so vorne vielleicht haben. Auch. Ja, gut, das. So, ne? Und die Idee ist jetzt folgende: Jeder Gast im Redstone Bunker kann kostenlos im Hotel unterkommen, ja? Mhm. Und wenn du jetzt noch eine kleine Gebühr von 2 Emeralds hinzuzahlen möchtest, kriegst du sogar eine Suite im Hotel. Aber ich zeig dir beide Systeme. Also hier ist der Eingang zum Hotel, ne? Ja. Das müsste eigentlich, ich gucke jetzt mal, ob das System so weit verständlich ist. Das Hotel ist. Im Redstone-Bunker, okay. Ich sag jetzt mal nichts, du musst mal gucken, ob du alleine klarkommst. Also hier, Bunker-Keycard gegen Hotelzimmer tauschen. Aha. 2 Emeralds. Hey, ich will, ne, hier, Nobel, ne? Oh. So, und dann brauchen wir 2 Emeralds. Ne? Ne, so. Halt, wo waren die Emeralds? Bin ich jetzt blöd? Wo waren die? Links unten einmal. Ja. Emeralds, wo haben wir die da? Da. Grün sind sie doch. Ich geb dir welche. Warte mal. Ich kann das selber. Hey, so, ne? So, nimmt der auch Rosen? Nee, ne? Nee. So, also, das da rein. Schmeiß mal eine Rose rein. Guck mal, was passiert. Also, der nimmt die? Ja, pass mal auf, die gibt er wieder zurück. Ernsthaft? Oh, warte mal. Ich habe zu viele reingeschmissen. Jetzt schmeißen wir jetzt alle raus. Okay, gut. Machen wir die Schlüsselkarte rein und machen wir die da rein. Den Schlüssel kriege ich aber wieder, ne? Nein, erstmal nicht. Jetzt kriegst du einen Schlüssel. Du musst den nachher wieder zurücktauschen gegen eine Bunker-Keycard, ne? Ah, so. Das ist quasi der Pfand, dass du den Hotelschlüssel bekommst. Ah, so. So. Das heißt, hier bin ich jetzt. Warte mal. Wichtige Information. Vor dem Verlassen der gesamten Bunkeranlage sollte der Hotelschlüssel zur Bunker-Keycard zurückgetauscht werden. Okay. Das bedeutet, du kannst den Schlüssel quasi behalten jetzt, aber aha, du musst ihn nachher zurücktauschen. Auf der anderen Seite dann hier. Genau. Ne? Hier kannst du ihn zurücktauschen. Du kannst aber auch einfach jetzt das Hotel verlassen und quasi, ne, das Zimmer gehört jetzt dir. Bist du den Zimmerschlüssel zurück? Aha. Ach, hier kommt dann der Schlüssel raus. Also hier werfe ich den Zimmerschlüssel rein und da kriege ich dann die Keycard zurück. Genau, kannst du nachher machen.
Okay, das machen wir später, ja. Warte mal, hier ist auch noch Stockwerk, Zimmer, was? Da, das muss man kurz verstehen. Dein Zimmer hat ja einen ganz komischen Namen, ne? Der Schlüssel. Guck dir den nochmal an. Der hat ja, den merkst du ja vielleicht. Der hat einen ganz 1B4. Namen. Genau. Und hier wird erklärt, wie es funktioniert. 1B4 bedeutet Stockwerk 1, Hotelblock B, Zimmer 4. Also Stockwerk 1? Da können wir machen, ganz einfach. Stockwerk 1 ist dieses Stockwerk, ne? Ja. So, das ist noch nicht beschildert. A ist rechte Seite, B ist linke Seite. Damit du ganz schnell dein Zimmer finden kannst. Und dann Zimmer 4. Genau, und 4 ist immer die Suite. Das Problem ist, warum kurz, gib mir mal kurz deine Schlüsselkarte. Jetzt muss man eine Sekunde warten. Ich mach mal kurz eine Kopie. Ich habe die Zimmer noch nicht eingerichtet. Ja, ja, jetzt siehst du hier. Hier, da, das ist eine richtige Halunke hier. Einfach mal eine Kopie vom Schlüssel machen, ne? Ja, ja, damit dahinter ja hier, ne? Warte. Geh mal hier eben weg, sonst verpasst du es ja. Warte. So, und jetzt kannst du die Tür benutzen. Jetzt ist die Tür quasi eingerichtet. Okay. Es ist noch nicht beschildert. Okay. Und wow, das ist die Suite. Nobel. Nobel, Hey! Fußbad! Ja. Du kannst auch gleich die normalen 0815 Hotelzimmer angucken, die kostenlos sind. Ja, aber ich will trotzdem erstmal hier gucken. Was ist denn hier noch so alles? Es gibt ja eine Sache, ein Zimmer, Müll. Die wirkt erst unscheinbar, aber das ist wohl das komplizierteste im ganzen Redstone-Bunker. Minibar. Ja. Denn was da steht, stimmt wirklich. Wird täglich nachgefüllt. Oh, ach wie geil, da ist was drin. Ja, und die Minibar wird jeden Tag automatisch nachgefüllt. Das heißt, ist cool. Alle, in allen Zimmern wird die Minibar nachgefüllt. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Technik dahinter steckt. Ja gut, hier hast du einfach gemacht, ne? Hier ja. Weißes Bett. Pass auf, wir können ja mal die Minibar aktivieren. Pass mal auf. Warte mal, ich bin mit Schuhen auf das Bett gegangen. Ist das schlimm? Das ist ja dein Zimmer. Ach so, gibt's hier auch eine Putzfrau? Bestimmt. Also Zimmermädchen oder sowas? Bleib mal kurz hier stehen. Ne? Ja. Pass mal auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schalte jetzt das System mal an, dass die Minibars nachgefüllt werden. Dann siehst du mal, wie das aussieht, okay? Okay. Achtung, deine Minibar wird nachgefüllt in Ich gucke in die Minibar rein. Brauchst du nicht. Guck mal weg. Lass mal einfach stehen, die Minibar. Und jetzt wird sie nachgefüllt. Ach was. Da wird eine neue Schalkerbox hingesetzt. Ach was. Ach wie geil. Ja, aber was passiert mit der Schalkerbox, die hier weggemacht wird? Wie gesagt, wir gucken uns die Technik ja nochmal an. Die wird zerstört wahrscheinlich und geht dann unten in das Ding rein, ne? Ja, aber die Schalkerbox muss dann, ja, und jetzt kommt's. Die Schalkerbox wird leer gemacht, die Items in der Schalkerbox werden ins Lager geschickt und dann wird die leere Schalkerbox wieder aufgefüllt mit der korrekten Anzahl an Items und wird bereitgestellt für die anderen Zimmer. Das wird nämlich jetzt gerade auf jedem Zimmer, wurde das gerade getan. Ach, krass. Ja. Der Fernseher geht nicht, der ist kaputt. Ja, werden. Komm, wir gucken uns mal die normalen Zimmer an. Okay. Wie heißt das nochmal das Fachwort? Economy, genau. Da brechen wir ein. Joe, der Einbrecher. Gucken wir mal hier. Was, hier ist nicht mal eine Dusche? Doch, hinter dir. Ach, da. Es sollte eigentlich anders sein, dass man mit dem Schalter die an- und ausschaltet. Irgendwie funktioniert das hier gerade nicht ganz richtig. Warte mal. Oh, das ist falsch herum. Jetzt, also wenn du den Schalter umlegst, geht die aus. Ach, da fehlt der Eimer im Spender. Ah, okay. Ja gut, ich muss hier nochmal ein bisschen was nachbauen. Hier ist mir ein bisschen was kaputt gegangen, okay? Ja, das passiert. Da ist doch ein Eimer. Ja, das ist, aber von der Technik her. Ich habe im Hotel so ein paar Fehler drin. Das ist noch nicht ganz komfortabel gelöst. Ja, das kann man ja alles hinkriegen. Baba? Jetzt? Nein, das Problem ist, da ist die Technik im Hintergrund falsch. Da ist ja eine Technik hinter. Okay. Ach, die werde ich auch so. Ich dachte, das ist jetzt gemacht. Nein, das schaffe ich so schnell. Da muss ich ein bisschen mehr. Okay. So, aber ich würde sagen, was wir heute noch schaffen wollen im Part ist, du kannst nochmal kurz den Schlüssel umtauschen gegen deine Bunker-Keycard. Genau. Ne? Mach das mal. Ich nehme an, die anderen Zimmer sind alle gleich dann, ne? Ja. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach unten wieder. Müsste selbsterklärend sein. Ja. Haben wir ja vorher gelesen. Wir werfen jetzt hier den Schlüssel rein. Und dann kriegen wir hier. Das sollten wir wieder kriegen. Hey, der kommt nicht raus. Dauert ein paar Sekunden.
Also, okay, gut. Hast du? Ja. Jetzt weißt du, wo raus. Die herkommt? Nein. Ganz hoch oben aus der Decke. Ach was. Ja, warte, kannst du ja machen. Pass auf, hol dir schnell nochmal ein Zimmer. Du kannst ja kostenlos ein kostenloses Zimmer holen. Einfach nur, du musst nur deine Booker-Keycard einwerfen. System hier geht sauschnell. Okay. Soll nicht lange dauern, bis du dein Zimmer bekommst. Ne? Zack rein und schon da hast du den Zimmerschlüssel. Jo. Und den kannst du jetzt quasi wieder umtauschen. Und da muss man nach oben gucken, an die Decke. Und das dauert ein paar Sekunden, weil er jetzt den Schlüssel eben überprüfen muss, ob das der tatsächliche Zimmerschlüssel ist. Und dann müsste er gleich aus der Decke runterfallen. Ach, aus der Decke? Da. Ach was, dass der so genau fällt? Ja, das ist alles genau getan. Das Problem ist, ich habe hier hinter keinen Platz mehr für einen Spendermechanismus. Ja, ja, klar. Da muss man dann halt so ein bisschen was Umwegemäßiges suchen. Wollen wir hier Part beenden und dann im nächsten Part weitermachen? Ja, ja. Also, haben wir jetzt auch die Zimmer gesehen? Wow. TJC, yeah. Okay, ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.